Du hast dir vor kurzem einen GoE-Charger gekauft und auch schon installiert. Gratulation! Aber wie nimmst du jetzt die Wallbox in Betrieb und wie funktioniert der Ladevorgang? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du den Ladevorgang des GoE-Chargers startest, auf was du während des Ladens achten solltest und wie du den Ladevorgang dann auch wieder beendest. Solltest du deinen neuen GoE-Charger noch nicht installiert haben, dann schau dir unser anderes Video dazu an, in dem wir dir die Montage ganz genau erklären. Das Video findest du hier oben rechts, in der Infobox und unten in der Videobeschreibung. Fangen wir mal mit dem GoE-Charger Gemini Flex an, also der mobilen Ladestation. Wenn du deinen GoE-Charger Gemini Flex an einer roten CE-Dose oder mit einem Original GoE-Adapter an eine andere passende Steckdose anschließt, dann führt die Ladestation im Rahmen der erstmaligen Inbetriebnahme einen Selbsttest durch. Solltest du einen GoE-Charger Gemini haben, also die stationäre Variante, dann funktioniert die Inbetriebnahme im Grunde genauso. Der einzige Unterschied ist der, dass der GoE-Charger Gemini zuvor von einem Elektriker angeschlossen wurde und nicht von dir selbst. In beiden Fällen ist der Charger dann aber nach nur kurzer Zeit, so circa 5 Sekunden, betriebsbereit. Wenn du jetzt den Ladevorgang startest, lädt der Charger automatisch mit der vom Auto angeforderten Ladeleistung. Du kannst den Ladestrom aber auch per Druckknopf verändern. Drück dazu einfach kurz diesen Knopf hier und schon ändert sich die Anzahl der LEDs. Eine LED steht für jeweils 1 Ampere. Die LEDs machen also sichtbar, welche Ladestufe du ausgewählt hast. Leuchten zum Beispiel 16 LEDs, sind das 16 Ampere. Und das bedeutet wiederum, dass du dein Elektroauto mit bis zu 11 kW laden kannst. Zumindest sofern dein Auto diese Stromstärke abrufen kann. Übrigens, den Knopf kannst du in unserer GoE Charger App im Reiter Einstellungen deaktivieren. Für den Fall, dass du den GoE Charger an einem frei zugänglichen Ort montiert hast und verhindern möchtest, dass jemand daran herumdrückt und den Ladevorgang stört. Als nächstes nimmst du dir dein Typ 2 Ladekabel zur Hand und steckst das eine Ende des Kabels in die Typ 2 Dose deines Chargers. Das andere Ende steckst du dann in die Buchse deines E-Autos. Achte darauf, dass der Typ 2 Stecker des Kabels bis zum Anschlag in der Typ 2 Dose des Chargers steckt. Sonst gibt der Charger eine Fehlermeldung aus und die LEDs leuchten rot-gelb auf. Nach nur wenigen Augenblicken startet auch schon der Ladevorgang. Jetzt, wo das Auto lädt, siehst du, wie sich die LEDs im Uhrzeigersinn am GoE Charger drehen. Das soll signalisieren, dass im Moment ein Ladevorgang durchgeführt wird. Du siehst auch, dass sich die LEDs in Form von Ladeschweifen drehen. Die Anzahl der Schweifen entspricht der Anzahl der angeschlossenen Phasen. Also ein sich drehender Schweif bedeutet einphasiges Laden. Drei sich drehende Schweife bedeuten dreiphasiges Laden. Die Drehgeschwindigkeit und Länge der Schweife signalisieren die Höhe des Ladestroms. Die LEDs zeigen dir aber nicht nur, dass dein E-Auto lädt, sie können auch bei der Fehlersuche helfen, da sie auch optisch Fehler anzeigen. Zum Beispiel, wenn es beim Anschluss oder beim Ladevorgang ein Problem gibt. Leuchten die LEDs zum Beispiel trotz Stromanschluss gar nicht auf, dann bedeutet das, dass es möglicherweise ein Problem mit der Sicherung der Anschlussleitung gibt. In diesem Falle solltest du die Überlastsicherung des Anschlusses kontrollieren. Sollte diese defekt sein, ist vermutlich der Stromanschluss nicht ordnungsgemäß installiert. In der online verfügbaren Bedienungsanleitung erfährst du mehr über die verschiedenen Statusanzeigen der LEDs und ihre Bedeutung. Wir haben dir die Anleitung in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens, zum Charger gibt es auch eine GoE-App, mit der du noch komfortabler und intelligenter laden kannst. Sie liefert dir nützliche Informationen zum aktuellen Ladevorgang. Magst du mehr zur App erfahren, dann schau dir doch unser Video dazu an, in dem wir dir das Setup und alle möglichen Funktionen und Einstellungen zeigen. Das Video haben wir dir hier oben rechts in der Infobox verlinkt und unten in der Videobeschreibung. Alles klar, schauen wir uns jetzt noch kurz an, wie du den Ladevorgang beenden kannst. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die LEDs grün auf. Du kannst also das Ladekabel im Auto entriegeln und abstecken, wieder an die Wand hängen oder mitnehmen, die Dose am E-Auto wieder schließen und losfahren. Das Kabel bleibt in der Typ 2 Dose des Chargers nach Beendigung des Ladevorgangs in der Standardeinstellung aus Gründen des Diebstahlschutzes so lange verriegelt, bis es am Fahrzeug abgezogen wird. Das kannst du aber auch in der App an deine Bedürfnisse anpassen. Willst du den Ladevorgang vorzeitig abbrechen, ist das kein Problem. Der Ladevorgang kann entweder direkt am Fahrzeug unterbrochen werden oder in der GoE-App. Machst du es direkt am Fahrzeug, dann nutze dazu einfach die Funktion Kabelentriegelung des Autos. Beachte aber, dass das je nach Autohersteller unterschiedlich ist. Bei diesem Tesla 3 beispielsweise muss der Ladevorgang im Fahrzeug über eine Einstellung am Display unterbrochen werden.
Willst du den Ladevorgang über die App vorzeitig abbrechen? Dann klickst du dazu einfach in der App im Reiter Laden ganz oben auf den großen runden Knopf hier. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Falls du noch weitere Fragen hast, lass uns gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da. Oder besuche unsere Website oder unseren GoE-Blog. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tim von GoE.